Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute ein technisches Video, Gott sei Dank wieder mal. Faktencheck, der Faktenchecker, Wärmepumpe, Professor Ganteföhr versus Professor Krauter, TU Berlin. Professor Ganteföhr ist emeritiert, Uni Lindau ist Physiker. Wenn Sie das interessiert, wie hier, das werden Sie selbst, wie hier Sachen dargestellt werden, vorsichtig gesagt, und wo meines Erachtens beide einen groben Schnitzer, beide an irgendwas nicht denken, sagen wir mal so, aber das sollte, da muss man dran denken, ich bin Ingenieur und kein E-Techniker, dann hören Sie mir entspannt weiter zu, ich werde es Ihnen in aller Ruhe erklären. So, zwar geht es um dieses Video, das hier, Kurzcheck, Wärmepumpen, mehr CO2 als Gasheizungen, Reaktion Professor Ganteföhr, das ist ein Reaction-Video, deswegen Faktencheck des Faktencheckers. Und hören Sie ganz genau hin, mit welcher Argumentation Professor Krauter einleitet. Herr Ganteföhr hätte gesagt, Gasheizung wären besser als Wärmepumpen. Und was Professor Ganteföhr sagt, bei 0 Grad oder sowas, da sind die dann nicht wirklich besser. Das müssen Sie einfach zuhören. Hören Sie genau zu. Hier, ja, das finde ich nicht sehr lustig, Herr Professor Krauter, anderen Leuten falsche Worte in den Mund zu legen. Aber heutzutage, die Energiewende kann man scheinbar nur noch so, ja, durchkriegen. Und daran, okay, machen wir als zum Abschluss dann. Es gab in der letzten Zeit einige Videos, die suggerierten, dass die Achtung. Wärmepumpen schlechter seien als Gasheizungen. Okay. Ich wollte es mal ein bisschen genauer beleuchten. Kollege Ganteföhr hat dazu eine recht ausführliche Berechnung gemacht, insbesondere zur Arbeitszahl. Ist ja alles bei 0 Grad jetzt nicht richtig über 2. Ne? Bei Kopf 2 muss ich die 0,45 aus dem deutschen Stromnetz auf die Hälfte zahlen. Bei 0 Grad nicht alles besser als, also hier ist die Außentemperatur 0 und da sagt er bei 0 Grad, also wenn es richtig kalt ist, dann ist das nicht richtig gut. Was hat er vorher gerade gesagt, dass Wärmepumpen grundsätzlich schlechter seien. Weiter geht's. Komme ich auf 0,22 und dann wäre die Gasheizung besser als eine Wärmepumpe bei COP2. Also im Winter, also die Luftwärmepumpen, im Winter. Nee, das sind alles Luftwärmepumpen mit verschiedenen entweder Fußbodenheizung, Heizkörper oder Luft-Luft. Da komme ich eben nicht wirklich deutlich über 2, wenn es draußen 0 Grad hat, und dann ist auf jeden Fall eine Gasheizung besser. Wenn man den durchschnittlichen heutigen Energiemix zugrunde legt, mag das stimmen, aber erstens ist es so, dass der Durchschnitt nicht viel aussagt, der Energiemix bzw. der spezifische CO2-Ausstoß schwankt stark. Das sieht man jetzt hier auf dieser Grafik von 140 bis 500 Gramm pro Kilo. Das ist die Agora-Energiewende. Und Agora sind die, die immer mit dem COP von konstant 3 rechnen. Das zeige ich Ihnen, dass das nicht stimmt. Aber das ist das, worauf Agora Energiewende den Beweis führt, dass die Energiewende funktioniert. Weiter geht's. Kilowattstunde CO2 ist da durchaus drin. Das heißt, man kann diesen CO2-Ausstoß der Wärmepumpe durchaus beeinflussen, je nachdem, zu welcher Tageszeit man die Wärmepumpe einschaltet. Die muss ja nicht unbedingt 24 Stunden am Tag funktionieren. Zwei. Aha. Okay, und jetzt haben wir das Grundproblem dieser ganzen Geschichte. Er sagt, was ich nachher sagen werde, die Wärmepumpe muss nicht 24 Stunden am Tag da sein. Das ist richtig. Das ist richtig, wenn ich beispielsweise eben dann tagsüber die Wärmepumpen laufen lasse, wenn kein Strom da ist. Das Problem ist das, dann brauche ich aber die doppelte Leistung. Außerdem haben Sie vorhin gehört, Professor Krauter hat gesagt, der Durchschnitt ist nicht immer aussagekräftig. Und jetzt lassen wir ihn mal weiterreden und dann werden Sie sehen, er redet immer nur vom Jahresdurchschnitt. Er widerlegt sich spannenderweise selbst. Drittens
ist es natürlich auch so, dass sich der Energiemix im Laufe der Zeit ändert. Richtig. Das ist neu, das ist seit Jahrzehnten so. Wir haben immer mehr Erneuerbare, der CO2-Ausstoß sinkt. Sehen Sie, das sind alles, was er da darstellt, sind Jahresmittel. Da müssen Sie aufpassen. Er hat vorhin gesagt, der Mittel ist nicht wirklich aussagekräftig, argumentiert hier aber mit Jahresmitteln. Es ist immer lustig, wenn sich die Leute selbst ein Loch ins Knie bohren, wenn sie argumentieren. Seit Jahrzehnten, trotz Ausstieg aus der Atomenergie, sieht man es hier, und die Ziele sind auch ziemlich ambitioniert, kann es annehmen, dass der CO2-Ausstoß sogar noch stärker sinkt, als es in den Jahrzehnten vorher gesehen. Also ambitionierte Ziele, ich kann viel als Ziel, ich kann beispielsweise ein Ziel stellen, dass ich über Lichtgeschwindigkeit fliegen möchte, da interessiert mich das Ziel nicht, weil so ein Ziel einfach nicht funktioniert. Das ist also ein Ziel als Voraussetzung zu nehmen, dass irgendetwas funktioniert, ist für einen Ingenieur absurd, für einen Elektrotechniker scheinbar nicht. Wenn man jetzt die Ziele vor 2035 annimmt oder 2030 zunächst mal, wie komme ich auf diese Zahl? Wenn man jetzt von einer mittleren Lebensdauer von einer Wärmepumpe zwischen 15 und 25 Jahren ausgeht, das heißt im Mittel etwa 20 Jahren, und von dieser Lebensdauer auch etwa die Mitte nimmt, das heißt mittlere Betriebszeit, das wäre das Jahr 2033, also von heute plus 10 Jahre, das Jahr 2030 schon überschritten hat, wo schon ganz ambitionierte CO2-Ausstoßziele festgelegt sind. Und da sieht der Energiemix schon ganz anders aus. Kollege Krantefür deutete das auch kurz an. Er meinte, dass da eine Hoffnung besteht, dass es so ist, aber eigentlich hat man die letzten Jahre gesehen, dass der CO2-Ausstoß doch stetig abnahm und sich nicht allzu weit von den Zielen entfernte. Deshalb können wir dann annehmen, dass 3 Jahre nach dem Jahr 2030 die Ziele schon einigermaßen erreicht werden. Dann hätte man dann natürlich einen ganz anderen Mix. Dadurch ist die Wärmepumpe schon wesentlich besser als die Öl- oder Gasheizung. Zumal ich, wie ich eingangs geschildert habe, durch die gezielte Nutzung einer CO2-armen Tageszeit den CO2-Ausstoß beeinflussen kann. Dadurch hat man insgesamt natürlich einen Vorteil von der Wärmepumpe. Das bitte ich bei den zukünftigen Betrachtungen zu berücksichtigen. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Professor Krauter, und jetzt werden wir mal zu den Fakten gehen. Muss man dazu sagen, da werde ich ironisch. Also zum einen mal haben wir hier das COP, hatte ich schon mal mehrfach dargelegt, da habe ich hier das COP, das habe ich hier eine Ausgleichsgerade reingelegt, die ich dann verwendet habe für meine Berechnungen, dass Sie ungefähr sehen, die ist ungefähr so, knapp 3 bei 0 Grad, weil ich ja eben unterschiedliche Wärmepumpen habe, und da habe ich das jetzt hier so reingelegt. Und hier sehe ich, wenn ich eine höhere Außentemperatur habe, dann wird das COP besser, aber bei niedrigen Außentemperaturen wird das COP halt ziemlich schlecht. Unter 1 kann es nicht gehen. Das ist deswegen, habe ich hier. Da unten lesen Sie, sollte es wieder erwarten, doch einmal zu kalt sein, springt eine elektrisch betriebene Nachheizung in die Bresche. Damit durfte man früher noch für Wärmepumpen werben, das darf man politischerweise heutzutage nicht mehr machen. Das heißt COP gleich 1. So, und jetzt kommt das Big Problem, was beide Professoren nicht betrachten. Und zwar, ich habe Ihnen ja gesagt, jetzt machen wir den Browser weg. Ich habe Ihnen ja gesagt, Herr Professor Krauter hat ja gesagt, man muss ja nicht da dann heizen, wenn es besonders kalt ist, man muss ja aber da heizen, kann ja dann heizen, wenn es außen wärmer ist. So, jetzt haben wir da so ein Problem. Wenn ich beispielsweise nur die Hälfte des Tages heizen kann, nur so als Beispiel, dann braucht man die doppelte elektrische Leistung. Und da muss ich mir mal erklären, wo die herkommt. Herr Krauter, es gibt einmal Energie, und Sie haben immer nur Jahresmittel dargelegt, ist alles viel besser geworden. Und dann kommt noch die elektrische Leistung. Muss man vielleicht heutzutage im Energietechniker sagen, tut mir leid, eine Ironie. Und ich habe das jetzt schon mehrfach, da ist meine Excel-Tabelle kommt hier zum Tragen, die ich mit viel Arbeit gemacht habe.
aber dafür ist die ganz gut, da kann man auf gewisse Ressourcen zurückgreifen. Und dann haben wir hier eine Excel-Tabelle, und zwar habe ich hier, hier kann ich das da einstellen, und zwar habe ich momentan einen durchschnittlichen, also momentan habe ich einen durchschnittlichen, machen wir nochmal kurz weg, einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 57 Gigawatt. Durchschnittlich. Der ist im Winter auch etwas höher. Und dann habe ich auch, okay, und dann möchte ich ja meine Heizung mit Wärmepumpen, die natürlich auch elektrisch sind, zusätzlich decken. Und hier im Durchschnitt zu rechnen, da wird es dann schwierig. Ich zeige es Ihnen. Und zwar fangen wir jetzt mal da an. So, jetzt fangen wir mal Gesamtleistung. Ich hoffe, wo habe ich das jetzt? Solar, das ist aber das Falsche. Das ist jetzt das Richtige. Und das ist beispielsweise, das sind die Originaldaten des Jahres, die Sie hier oben sehen, das sind die Originaldaten des Jahres 2022. Sie können auch 2021 eingeben, das tut sich dann nicht viel. Das sind die Originaldaten. Und hier sehen Sie, das ist die durchschnittliche Leistung. Das ist hier das Jahr, 0,5 ist Anfang, 1 ist Januar und 12, ja, das Woche 1 bis Woche 52, beziehungsweise hier hat man das geklettet, das ist die Last im Durchschnitt. Und hier sehen Sie, das Blaue ist der Durchschnitt und die sonstige Last geklettet, ist im Januar und Februar ein bisschen höher, aber nicht so schlimm und vom Mittel. Das heißt also, mit den 57 Gigawatt Leistung kommen wir momentan ganz gut hin. So. Gezackt sieht es natürlich ein bisschen mehr aus. Jetzt habe ich hier ein Problem. Moment, Entschuldigung. Wenn ich das jetzt hier weg tue, Entschuldigung, da ist hier etwas schwierig dann. Wenn ich das hier gezackt mache, hier oben ist jetzt der Monatsverlauf. Hier sieht man, ist Weihnachten und Neujahr, da nimmt die Last ab. Aber trotzdem hat man so eine S-Kurve. Wenn ich das natürlich noch tagesmäßig nehmen würde, dann habe ich in der Nacht weniger und am Tag mehr. Und dann habe ich hier ungefähr 10 Gigawatt mehr. Aber Sie sehen, die Kurve ist ziemlich flach. Das ist jetzt die Last. Okay, ganz kurz nochmal zum Zeigen. Wenn man das macht, wenn ich jetzt die Last, können wir mal beispielsweise hier Q nehmen. Q war, glaube ich, Solar. Das ist Solar. Da sehen Sie da unten, das ist das, was bei unserer installierten Leistung im Januar rauskommt und so weiter. Solar können Sie hier vergessen. Und wenn Sie dann wenn Sie das hier angucken, das ist hier Wind Onshore. Dann sehen Sie, dass auch in der ersten Januarwoche von Wind nichts rauskommt und hier auch. Und hier das doch durchaus kritisch wird, weil man, es wird ja immer behauptet, Wind würde das egalisieren. Sie sehen, da egalisiert gar nichts. Das ist das, was im Jahr 2021 rausgekommen ist. Wir hatten Windkraft rund 90, das können Sie hier lesen, rund 90 Terawattstunden. Und wenn ich das auf das Jahr 2022 hier rangehe, 2022, dann ist das hier, hat man nur ein sehr gutes Windjahr in 2022 gehabt, weil wir im Februar unfassbar viel Energie hatten, viel Leistung der Windkraftanlagen hatten. Aber sonst hat man hier nichts und im Januar ist auch bei der Windenergie, übrigens auch Offshore, ist nichts da, können Sie knicken. So. Und jetzt machen wir die Heizleistung und da ist das Problem. So, und wir haben Heizung, eben wenn wir rein elektrisch heizen, dann hätten wir hier 120 Gigawatt, müssten wir 120 Gigawatt drauflegen. Bis 2030 wollen wir aber nur etwa ein Viertel haben, also bräuchten wir hier anstelle von 120 Gigawatt Leistung bräuchten wir 30 Gigawatt zusätzlicher Leistung. So.
So, gut, da bräuchten wir 30 Gigawatt zusätzlicher Leistung, aber wir wissen ja, die Dinger haben ein COP von 3, also brauchen wir 10 Gigawatt zusätzlicher Leistung. Was aber Herr Grauter eben nicht, also erstmal, das ist jetzt die Kurve, und zwar die Gemeinheit ist das, ich habe das Schwarze mit einer Sinuskurve angenähert. Aber da im Sommer ist es ja wärmer und damit nimmt das COP zu. Und dann habe ich in der Bilanz über das Jahr durchaus positive Eigenschaften wegen der Wärmepumpe. Das Blöde bei der ganzen Geschichte ist das, dass ich hier zusätzliche 10 bis 11 Gigawatt bei einem COP von ungefähr 2,8 bis 3 habe. Und dann ist die Wärmepumpe in der Bilanz zwar besser, aber die Leistung, die ich brauche, ist hier 10 Gigawatt zusätzlich. Wenn man das ausrechnet, 10 Gigawatt, das sind wie viel? Das sind, glaube ich, 7 Kraftwerksblöcke, die wir jetzt gerade als blödes Beispiel, 7 Kraftwerksblöcke eines Atomkraftwerks, die wir jetzt gerade abgestellt haben. Nochmal 7 Stück. So. Hier sehen Sie, das ist die Leistung, die ich da oben auf diese Leistung gesichert hier oben drauflegen muss. Und hier haben wir, das ist ein Megawatt, also das sind 60.000 Gigawatt sind es, 60, da muss ich da 10 oben drüber. So, und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Die Leistung ist nicht da. Und von der Seite, jetzt wollte ich irgendwas sagen, dann ist mir die Sache irgendwie entfallen. Und jetzt kommt der Herr Grauter. Und das ist aber nur, was ich hier gezeigt habe. Das ist ein bisschen kompliziert zum Mitdenken. Das ist jetzt die durchschnittlich benötigte Leistung. Also wir müssen hier wenn ich hier einen COP von 3 fahre bei 0 Grad, dann müssen wir 10 Gigawatt zusätzliche elektrische Leistung bereitstellen. Hier ist das viel besser, weil wir, da das COP viel besser ist, da haben wir COP von 5 oder 6, aber die Leistung im Januar, die wird das Problem. So. Die Leistung im Januar, die ist das Problem. Da brauchen wir bis 2030 brauchen wir 10 Gigawatt zusätzliche Leistung. So, und jetzt kommt der Herr Grauter an und sagt, ja, wir müssen die ja nicht den ganzen Tag bereitstellen. Wir können das ja dann tagsüber machen, wenn dann mehr Leistung bereitstellt. Aber ich muss die Häuser ja heizen. Die Energie, um das Haus warm zu machen, brauche ich ja. Ja, und wenn ich nur einen halben Tag die Heizung einschalte und ich sonst im Durchschnitt als Leistung, ich gehe ja davon aus, das ist ja eine ultra positive Rechnung, die ich mache, dass ich bis 2030 eben 5 Millionen Wärmepumpen habe und die müssen dann ganz gleichmäßig diese Leistung daraus geben, die in dieser Kurve da war. So, wenn ich aber nur einen halben Tag diese Leistung einschalte, nur diese Leistung ziehe, dann brauche ich nicht 10 Gigawatt zusätzliche Leistung, dann brauche ich 20 Gigawatt. Und tagsüber ist es halt dunkel im Winter. Wir haben 8 Stunden Sonne ungefähr in der Mitte Deutschlands und 16 Stunden ist es dunkel. Da kommt aus der Solar kommt genau nichts rein. Und wenn dann die Windkraft nicht funktioniert, ich habe Ihnen vorhin gezeigt, die geht da teilweise gar nicht, dann können Sie dieses gesamte Konzept vergessen. Und die Manipulation von Professor Grauter, wo ich mich da wirklich aufrege, sage ich Ihnen, ist das, dass der Gander früher gesagt hat, im Winter wird das ein bisschen problematisch. Der hat ja gesagt, bei 0 Grad. Und dann sagt der Grauter, ja, der Herr Gander früher hat gesagt, Wärmepumpen werden schlechter als Gas. Das hat er nicht gesagt. Da hat man ihm quasi, ich würde das so quasi als üble Nachrede betrachten, als physikalische üble Nachrede, weil er das nie gesagt hat. Jetzt stellen Sie sich, und dann kommt er dann eben, er sagt, Mittelwerte sind nie ganz aussagekräftig, zeigt dann aber immer Jahresmittel. Ja, wie denn nun? Das ist doch, wie gesagt, da bohrt er sich selbst ein Loch ins Knie. Entweder ich gehe auf Mittelwerte oder nicht.
Die Realität ist die, dass man ein Maschinenbaustudium, eine Regelungstechnikvorlesung hat. Das haben die da nicht, die Elektrotechniker, die verstehen das nicht. Der hat das auch in der TU München studiert, aber hat ein bisschen länger gebraucht, der Professor Grauter, habe ich festgestellt. Und der hat eben diese Elektrotechnik. Und ein regelungstechnisches System muss zu jedem Zeitpunkt die Energie bereitstellen, die abgerufen wird. Und momentan haben wir offensichtlich, gerade in der letzten Woche haben wir das Problem gehabt, muss man sagen. Wir haben tagsüber unfassbar viel Energie, Strom produziert über Solaranlagen, was ganz toll. Das Problem ist das, dass wir nicht gebraucht haben. Den mussten wir abgeben ans Ausland. Und was mussten wir machen? Dafür mussten wir bezahlen. Deutschland musste bezahlen. Dafür, dass der Strom abgenommen wurde vom Ausland. Umgekehrt war nachts kein Strom da, war die Sonne aus, weil kein Wind da war. Und dann mussten wir den Strom teuer aus dem Ausland kaufen, weil auf der Strombörse der Strom teuer war. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Mehr muss man da eigentlich nicht dazu sagen. Final muss man aber dazu sagen, anhand der Argumentationen von Professor Grauter kann man im Prinzip indirekt schließen, dass die Energiewende nicht funktionieren kann. Denn wenn man so argumentiert und dem anderen die Worte, die Funktionalität der Energiewende darzustellen versucht, dem anderen es anderen, einem Physiker versucht, muss das Wort im Mund rumdrehen, muss, dann sieht man, die Energiewende kann nur mit Argumenten funktionieren, die so nie gesagt worden sind. Fragt man sich, warum macht man das? Das ist ganz klar, ganz logisch. Man muss es machen, weil sie in Realität nicht funktioniert. Denn sonst wären diese Argumente ja nicht notwendig. Das ist eine ganz einfache Geschichte. In diesem Sinne, Professor Gandefer versus Professor Grauter. Hier haben Sie gesehen, warum die Energiewende nicht funktionieren kann, weil sonst Professor Gandefer sauber widerlegt hätte. Das kann er aber nicht. Und damit sieht man, dass das ganze Ding gestorben ist. In diesem Sinne, schöne Grüße an die TU Berlin und ihre hochintelligenten Professoren. Dankeschön fürs Zuhören.